Mein Name ist Stefan Schuh, ich bin Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt. Wir befinden uns hier auf der Schondorfer Straße in Weinstadt-Indersbach, Höhe des Globus Baumarktes. Wir sind um 20.12 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert worden. Die erste Meldung war, es hat sich ein PKW mehrfach überschlagen und es wären 3 Personen eingeklemmt. Beim Eintreffen stellte sich die Lage wie folgt dar. Es war ein PKW von der Straße abgekommen, eine Böschung hinunter gefahren und dort zwischen dem Zaun des Baumarktes und der Böschung verkeilt. Die Personen waren bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurden durch die erst eintreffenden Polizeikräfte medizinisch erst versorgt. Wir unterstützten dann den Rettungsdienst bei der Versorgung der Personen und bei der Rettung mittels Schleifkorbtrage und Spineboard. Ja gut, es hat heute geschneit und geregnet. Die Böschung ist leicht aufgefeuchtet. Wir haben dann eine Leiter hingestellt, um an die Personen heranzukommen. Ansonsten hat es keine weiteren Probleme gegeben. Die Feuerwehr Weinstadt ist mit 6 Fahrzeugen und 35 Kräften fort.